Es ist notwendig, dass wir dieses schöne Gebilde, dieses Haus Deutschland, mit mehr Respekt behandeln. Es ist notwendig, dass wir mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Nicht nationalsozialistisches Selbstbewusstsein, nein, nationalstaatliches Selbstbewusstsein. Um zu sagen, wenn ihr zu uns kommt, wir haben eine Hausordnung. Und die Hausordnung beinhaltet, dass Deutschland nicht bloß Existenz war von 33 bis 45, die schlimme Zeit, die Nazi-Zeit. Nee, Deutschland gab es davor und Deutschland gab es insbesondere nach 45. Nämlich den Wiederaufbau, das Kämpfen für dieses Land, Wohlstand, ja, Gastarbeiter, ohne die wir es nicht geschafft hätten. Wir sind dankbar und das ist auch ein Zeichen, dass wir sagen, Menschen, die zu uns kommen, kommt, wir haben eine Hausordnung, genauso wie in eurem Land. Diese Hausordnung wird respektiert und die beinhaltet Werte, Kultur, Anstand, Respekt gegenüber Frauen und Kindern, hierarchische Familienverhältnisse, wie ihr es vielleicht bei euch gewohnt seid, die gibt es bei uns nicht. Bei uns hat die Frau die Gleichberechtigung und ist kein Untertan. Und das sind Aspekte, die haben nichts mit Nationalsozialismus zu tun, sondern die zeigen auf, wie überall in der Welt. Kommt zu uns, überhaupt kein Thema. Integriert euch gesellschaftlich. Wie wollt ihr euch einbringen? Lebt dein Glauben, aber zwing mir nicht deinen Glauben auf. Schrei nicht auf der Straße herum und verlange nicht von uns, dass wir devot sind und unterwürfig. Wir sind ein Land, ein christliches Land, das wollen wir auch bleiben. Und ich denke, es ist mal an der Zeit, dass wir diesen Politikern, soll ich sagen, Gurkentruppe und deren Anhängern der Ampel einfach mal die rote Karte zeigen und sagen, Freunde, es ist Schluss. Es ist Schluss mit eurer Art. Scholz stellt sich groß hin, Abschiebungen von den Jusos kommt schon wieder. Stellvertretender Juso-Vorsitzender Offenbach, Philipp Türmer, ich könnte kotzen, wenn ich das lese. Also lasst euch nicht täuschen, diese Regierung ist fertig, die haben dieses Land fertig gemacht. Und wenn die CDU, CSU sich nicht zu klaren Grundwerten bekennt, dann hat dieses Land in dieser Form andere Parteien oder eine andere Partei verdient. Aber es ist Zeit zu sagen, Respekt dieses schöne Haus und respektiert unsere Hausordnung. Wäre schön, wenn ihr es teilt und morgen ein Hammer-Interview auf allen unseren Kanälen bei Hallo Meinung und Peter Weber. Ja, ihr werdet staunen, wer dabei ist. Ich wünsche euch was.